Malawi im Süden Afrikas ist ein bisschen größer als Österreich. 12 Millionen Menschen leben dort. 1 Million von ihnen sind Waisenkinder. Es ist die Immunschwächekrankheit AIDS, die diese dramatische Entwicklung ausgelöst hat. Die Generation der Eltern stirbt weg, das Netz der Großfamilie zerreißt und die Kinder bleiben auf sich selbst gestellt zurück. Auf das Schicksal dieser AIDS-Waisen will jetzt die UNICEF mit einer groß angelegten Kampagne aufmerksam machen. Der frühere ORF-Informationschef Rudolf Nagilla hat es übernommen, die Hilfe aus Österreich für die AIDS-Waisen in Malawi zu organisieren. Vor 2 Wochen ist er hingefahren, um zu erfahren, wie die Menschen dort leben und was sie am dringendsten brauchen. Hier sein ganz persönlicher Bericht. Dieses Foto von UNICEF bringt das, worum es bei dieser Reise durch Malawi geht, auf den Punkt. Die resolut zärtliche Großmutter, ihr Enkel und dazwischen nichts. Eine weggestorbene Elterngeneration. Dabei hat dieser Bub noch Glück, er hat eine Großmutter. Andere leben bei ihren Tanten, aber manche sind auch ganz allein. In einem Dorf im tiefsten Malawi, Margrit, 13, vollweise. Ihre Eltern sind an AIDS gestorben. Seit einiger Zeit kümmert sich ein lokaler Waisenhelferverein um das Mädchen. Als wir sie gefunden haben, war sie in einem erbärmlichen Zustand. Sie ist nicht zur Schule gegangen und hat im Freien gehaust, dort, wo jetzt ihre Kochstelle ist. Margrit zeigt, wie sie kocht. Maisbrei, die malawische Alle-Tage-Kost, selbst angebaut. Das Häuschen aus Lehmziegel haben ihre Helfer gemauert und das Blechdach ist von UNICEF. Man sagt mir, Margrit sei ohne die Kamera ein fröhliches Kind. Ich fasse mir ein Herz und spreche sie darauf an. Ein Fehler. Tränen schießen ihr in die Augen. Rundherum kichern. Um das wieder auszubügeln, spiele ich hinter der Kamera verzweifelt den gestikulierenden Faxenmacher. Gott sei Dank. So wie wir durchs Land fahren, das geht nur mit einheimischer Betreuung. Allein wären wir ziemlich verloren. UNICEF kennt und schätzt man in Afrika bis ins letzte Dorf. Dadurch fällt mir ungewollt eine Rolle zu, an die ich mich erst gewöhnen muss. Ich werde zum Mr. UNICEF und bin der Ehrengast hier vor einer Schule. Lebenskunde, wie sollen sich Kinder bei Behinderten benehmen? Dann frage ich, welche Kinder Waisen sind. Neun stehen auf. Die meisten Malawer sind Bauern, sie leben nur von ihrem Acker. Wenn die Ernte schlecht ist, herrscht Hungersnot, weil kaum Geld da ist, um Essen zu kaufen. Und überall Kinder, Kinder, Kinder. Die Hälfte der Malawer ist unter 18. Reichtum und Bürde zugleich. Am Rande der Stadt. Diese 6 Kinder haben innerhalb von 2 Jahren Vater und Mutter verloren und leben nun allein. Familienchef ist der 13-jährige Clement. In der Stadt ohne Eltern zu überleben, ist noch schwieriger als auf dem Land. Doch glücklicherweise gibt es auch hier freiwillige Waisenhelfer. Und die Kinder sind tüchtig. Durch Wassertragen für die Ziegeleien verdienen sie etwas Geld. Mit 20 Euro im Monat kommen sie durch. Und von den Helfern bekommen sie Sachspenden. Das sind noch Kinder. Wir geben ihnen kaum Geld, höchstens für Medizin. Sie könnten nicht gut mit Geld umgehen. Aber wir schauen auf sie. Ich besuche sie jeden Tag. Und wir kaufen ihnen Mais, etwas Fisch, Bohnen oder Feuerholz.
Ohne die Waisenhelfer wären wir aufgeschmissen. Das würde nicht funktionieren. Wir hätten nichts zu essen. Vielleicht würden wir gar nicht mehr leben. Diese Leute sind für uns wie Vater und Mutter. Was willst du einmal werden? Ein Banker. Bevor Ines zur Schule geht, bindet sie sich Agnes um und liefert dann ihre beiden Schwestern im Kindergarten ab. Die kleine Agnes sieht nicht gut aus. Meine Begleiter sagen, sie hat das Virus von ihrer Mutter. Solche Kinder sterben, bevor sie 4 oder 5 sind. Arme Agnes. Warum ist AIDS so über Afrika hereingebrochen, den südlichen Teil des Kontinents, wo AIDS zur Todesursache Nummer 1 geworden ist? Das hat viele Ursachen, aber alle münden irgendwie in Armut und Unwissen. Aber es gibt Hoffnung. Das Wissen nimmt zu, die Menschen werden sich des Problems langsam bewusst. Internationale Organisationen wie UNICEF helfen und selbst die Regierungen hier sind inzwischen einigermaßen aufgewacht. AIDS-Aufklärung in einem Jugendverein. Sie singen die immer gleiche Botschaft. Fangt nicht zu früh an mit dem Sex, bleibt einem Partner treu, nehmt Kondome. Weil AIDS bringt Unglück und tötet, so wie hier in diesem Lehrstück. Vom Theater ins Leben. Ein Trauerzug. Und ein Sargtischler. Er erzählt, dass die Leute AIDS als gefährlich erkennen, dass aber viele das Wesen der Krankheit nicht verstehen. Viele sterben an AIDS, aber nach unseren Gebräuchen glauben die Leute nicht daran. Was glauben sie? An etwas Übernatürliches. Was heißt das? Dass der Tote von jemandem verhext wurde. Aber sie verkaufen ihre Särge gut. Es fördert unser Geschäft. Ein Morgen am Rande der Hauptstadt. Morgentoilette. Gleich daneben ein Spital, es geht um AIDS-Vorbeugung. Die Frauen sind schwanger und machen hier den AIDS-Test. Jede 7. hat das Virus. Diese Frauen bekommen dann Medikamente, damit die Krankheit nicht an das Baby weitergegeben wird. Die Geburtsstation. ~30 bis ~40 Babys kommen hier täglich zur Welt mit ganzen 8 Hebammen. Die meisten halten das nicht lange aus und laufen davon, klagt die Chefhebamme. Weil das ein gefährlicher Ort ist. Viel AIDS, wenig Desinfektionsmittel, nicht einmal genug Handschuhe, um die Babys und uns selbst zu schützen. Das ist ein riskanter Ort. In der Spitalsapotheke gibt es Kondome gratis. Für viele wären sie sonst unerschwinglich. Aufklärung, Vorbeugung und schließlich Hilfe. Hilfe für jene, bei denen die Krankheit ausgebrochen ist. Hilfe durch kleine Selbsthilfevereine wie hier. Ohne Unterstützung von außen ginge das nicht. Diese 6 Frauen werden gleich AIDS-Kranke besuchen. Wir werden 2 begleiten. Einige der Frauen sind selbst infiziert. Ich frage danach. 4 von 6. Ich habe das Virus, aber ich mache mir keine Sorgen. Wenn die Krankheit ausbrechen wird, werde ich von all diesen netten Menschen umgeben sein, die sich um mich kümmern werden. Das ist ein gutes Gefühl. Aber vorläufig kann Lislis noch anderen helfen. Diese Frau ist bereits gezeichnet.
Ihr Mann ist vor 3 Jahren an AIDS gestorben. Von ihren 7 Kindern haben 2 das Virus übernommen. Auch die Tochter neben ihr. Aber die Medikamente helfen. Ich bin so froh. Meiner Tochter und mir geht es etwas besser. Ich kann wieder gehen, ich habe zugenommen. Bevor ich diese Pillen und die Kraftnahrung bekommen habe, konnte ich kaum mehr stehen und hatte nur noch 48 Kilo. Ein paar Lebensjahre werden Mutter und Tochter durch die Hilfe gewonnen haben und das Gefühl, nicht allein zu sein. Margrit will Krankenschwester werden. Wenn ihr weiter geholfen wird, kann sie es schaffen.